Den Zeus Motion Blur Shader. Nee. Der ist hammer nice. Ich muss ihn mal angucken. Oder eventuell mal einen Link schicken, dass ich den mal. Weil ich mag das nicht so immer zu googeln, weil da gibt's immer so Sachen, die da so ein bisschen scheiße sind. Ja, klar. So, ich brauch ganz schnell Eisen. Der hat halt sehr, sehr viel Motion. Okay, dann könnte es sein, dass Minecraft abstürzt bei mir. Also, trotz 24 GB, aber. Wie viel Gigabyte hast denn du auf deinem PC? 24. 24. Oh geil, ja. Ich hab Hybrid Diamond Gold Block. Wie kannst du dann 25 GB hinzufügen, wenn du nur 24 hast? Ja, ich hab 20. Ja, 20 hatte. 20 habe ich zugewiesen. So. So, Hybrid Diamond Gold Block. Wow, das ist geil. Sehen wir, was da rauskommt. Hybrid Diamond Gold. Oh, und das Melder eh. Ich bin hier am Meinen. Weinmeiner. Ich brauch doch mal ein bisschen Eisen. Der ist geil, der Weinmeiner. Ich hab ein bisschen zu wenig. Ich finde den Voodoo Place Shader. Cool, okay, ja, cool. Ich finde Shader. Den hab ich gerade drin, ne? Ich finde Shader allgemein cool. Sonst ja, so. Der Voodoo Place, der ist richtig geil. Ich hab aber der alte. Ich benutze den alten Motion Blue, weil der bei mir lagfreier läuft. Diagold, ja. Stimmt. Deckgold. Hashtag Diagold. Ich hab dir den Link geschickt, ne? Moment, da lass mal jetzt da okay, machen. Danke. Okay, das Schwert ist danke. Ziemlich gut, glaube ich, ne? Oder? Ja, gleich ich wie Eisenschwert. Ich hab irgendwie den Sound verbuggt. Ja, der ist meistens bei mir auch weg. Also Sound ist bei mir immer gute Qualität im Stream. Da achte ich drauf. Wenn du winst, könntest du wie gestern eine Pause machen. Bist du dir sicher? Okay, dann machen wir die aber auch. Aber ich werde wahrscheinlich nicht irgendwie ein paar Bilder einfach laufen lassen, sondern ich werde hier auf dem Server einfach ein Bild haben, wo ich die Smelty zeige. Also nachher dann. Wir machen jetzt aber zuerst mal Hashtag Eisen. Oh, gibt es hier auch Musiker. Irgendwie so eine OP-Rüstung wie bei Hexet? Ja, die Quantum Suit, die sind ja auch drauf, wenn es von ihnen das naja, ja, bitte, also die bringt ja. Nicht mehr, die ist. Okay. Die ja. Sind nicht die OP-Rüstung? Da gibt's bessere. Wirklich? Ja, heutzutage gibt es schon bessere, aber früher war Quantum Suit schon eigentlich die einzige OP-Rüstung. Motion Blue, dann habe ich eigentlich, den habe ich eigentlich drinne. Ja, der neue ist noch ein bisschen nicer. Aber der alte. Ich finde den ja auf der Seite. Du musst ganz runter scrollen. Ganz runter. Also, so circa. Da steht irgendwelche Werbung. Okay, also da wo dann Zeus Light, Zeus Standard. Ja, da steht Ultra. Dann Zeus Motion Blue. Oder Ultra. Also, ja. Nee, da steht ja Ultra Motion Blue. Ich benutze nicht so gerne Ultras. Die Zeus, die habe ich eigentlich alle drin, ne? Zeus Standard, Zeus. Na, ich lade mit ihm auch runter. Nee, ich glaube. Ich irgendwie die Zeus am liebsten. Ja, die sind nur ziemlich geil. Ich habe eher nicht das erste Lapis gefunden. GG. Aber ich benutze auch noch, kennst du Chu. Pick oder so die Shader da. Ja, die. Die hatte was, ich mal. Mit was schneidest du deine Videos? Mit Camtasia Studio 8. Hast du es Testversion? Nee, ich hab Vollversion. Gekriegte Vollversion. Alter. erzählen das nicht. Geheimnis. Ach komm, das macht heutzutage jeder. Ja, vielleicht schaut ich habe einen Bug zu. Ich habe einen Bug gefunden, wie man es sich nicht cracken muss, aber. Vor allem die von der GEMA, ne? Also ja, cracken, ich habe halt einfach. Es gibt ja so einen Key, den man eingeben kann und dann ist es dann freigeschalten. Solange es man nicht mit dem Internet verbunden ist. Den hatte bei TTT. Darf man das nicht eh in der Schweiz? Ja, in der Schweiz ist runterladen und solche Dinge sind eigentlich erlaubt, aber hochladen man ist einfach... Man darf ihn nicht weiter verbreiten, ne? Genau, das ist eben nicht erlaubt. Deshalb würde ich eigentlich das eher nicht erwähnen hier im Stream. Ich kann die gerade nicht runterladen, weil da gerade Adfly ist. Adfly ist scheiße.
Ja, naja, aber die bringen damit Geld. Hui. GG, free win. Okay. Welches? Achso, ja, du hast Professional auch, ne? Windows 7. Aber bald mit dem neuen PC habe ich dann Windows 8. Ja, das mag ich gar nicht. Aber ich finde, es ist jetzt auch noch so das Top-Betriebssystem, aber ist schon okay. Ihr Windows wisst dann ist noch gut. diesen dem Stream dieser Cupcake Scruddy, ne? Ja. Der dachte, er wusste nicht, dass, also er dachte als erstes, das sind ein Kerl und Weib. Ja, da, also Und der Batumi oder Luca, die werden immer häufig mit weiblichen Stimmen ja, verwechselt. ich meine, Ich das würde wurde ich für auch in der Schule, ich wurde angesprochen darauf, um mich mit, ja, ja. war mir ziemlich peinlich, also eigentlich schon. Mittlerweile, ich bin auch 14 geworden. Ich bin noch 12. Vor Oh, Luca einem wird Monat. am Mittwoch auch 14, nee, 13 wird er erst. 13, ja. Und verhält sich schon Der wie junge ist wie. es gut, der wird 13. Ich werde erst in 4 Monaten. Na gut, 3 Monaten ein bisschen. Na guck, ich meine, ich habe so eine hohe Stimme, weil ich als kleines Kind mal eine Krankheit hatte, aber da erzähle ich nicht weiter. Multi? Kann ich dich so nennen? Ja, Was hast klar. du für ein Mikrofon? Ich habe das Headset Logitech H800. Und kennt ihr das T-Bone SC44? Ja, von dem hatten wir heute schon gesprochen im Stream. Das werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal holen. Jetzt habe ich nur noch so ein Bitte beschissenes keine kleines. USB. Ah, das Oh, klingt gut, Old das Iron Mikrofon Ore. gerade. Ja, das ist aber gerade nicht USB. Und das müsste auch ein ganz, ganz kleines Rauschen im Hintergrund haben. Nö. Ne? Gibt's ne. Nee. Die Aufnahme hat das immer das. Nee, wir haben keine Haustiere. Hast du das echt schon mal gefragt? Weil Motto. meiner Mord, Ich habe Linda. Haustiere. Juhu. Schildkröten und eine Katze. Käme ich nicht drauf klar. Katzenallergie. Ja, wir brauchen keine Haustiere. Bei uns gibt es genug Tiere. Wir haben überall Wie heißt. Kühe. Wie heißt dieser Mod, wo. Am Titelscreen mein Skin und ein Tier immer ist oder Ja, ein das ist Mob. von Backpacks. Also Rucksäcken halt. Streamst du morgen auch? Nein, ich streame am Donnerstag wieder. Ich streame eigentlich streame ich nur am Wochenende. Weil ich habe praktisch den ganzen Tag Schule jeweils. Also ich gehe am Morgen um 6 in die Schule und komme am Abend um 6 und so. Ist schon echt hart eigentlich, aber ich Ja. weiß. Du kennst dich doch mit Schildern ziemlich gut aus, oder? Ich? Ja. Oder ja, ich kann ich nicht. Ja, na, aber da muss es doch irgendwie eine Einstellung geben, dass man die Wasserbewegung ausmacht. Das kann man ausmachen. Bist du? Schon? Ja. Würdest du mir das mal bitte schnell erklären? Ja, hast du Winra? Ja. Entpack erstmal den Shader. Du Ja, musst nicht okay. bei den Shader-Configs was ändern. Ach, in den Shader-Configs. Ja. Ja, dann. Scheiße, welchen hatte ich nicht? Ich Ja, hatte guck wieder, du den. hast recht, morgen ist Schule. Morgen ist ja Oh, Montag. Maps Shader Extract. Ja, habe ich gemacht. Jetzt gehe ich in den Ordner Shaders. Ja, und dann. Komposite. Nee, das war Final. Final FSH, VSH. Also das normale FSH. Okay, öffnen mit Notepad, ja. Ja, ich hab so einen Editor, ja. bestimmten. Nee, ich benutze nicht Editor. Ja, Ich erzähl. benutze das Ah, jetzt muss ich davor dann immer ein Slash machen, was ich nicht will, ne? Ja. Doppel-Slash oder irgendein Zeichen. Ich Also, weiß, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, ich weiß aber wir nur, haben dass schon das alles in diesem Dings hier ist. fast eine ganze Doppelkiste an Erzen haben wir hier schon. Lass mich da rein. Lapis kann da rein. Ich hasse Montag. Ja, es geht so. Was ist das für ein Mod? Ah, zuerst du hast einmal auch Hi noch. Daddy 23. Und dann schreiben wir ihm das Modpack. Was ist euer absoluter Lieblingsmod? Ich behaupte mal,
Es gibt keinen Lieblingsmod bei mir, weil also es gibt schon eine Auswahl von Mods, die ich geil finde, aber Shader. Ja, Shader. Aber ich kann nicht sagen, der Mod gefällt mir oder der gefällt mir nicht, weil hinter so einem Mod steckt eine riesen Menge Arbeit und da kann ich nicht einfach sagen, nee, der Mod ist scheiße und der ist gut. Und also ich finde eigentlich alle Mods, die hier im Pack drin sind, finde ich grundsätzlich gut. Also 72 Stück. Und ja, das Pack wird natürlich immer dauernd weiter ausgebaut. Gibt es noch eine neuere Forge-Version oder geht die da nicht mehr mit dem Mod? Doch, also hier ist jetzt die Forge 10.12.1.1082 drauf und die 1095 ist die neueste im Moment. Ich benutze immer bei normales Vanilla. Ja, Vanilla. Okay. Habt ihr ein Lieblings-Resource-Pack, fragt Crystals. Nein. Also doch. Default. Ja, Default ist es bei mir eigentlich. Weil ich benutze absichtlich Default, denn da komme ich auch wieder auf die Modder zu sprechen, die machen sich da auch eine ziemliche Arbeit, um selber Texturen zu kreieren. Und dann nimmt man ein Modpack und da sehen die einfach dann halt ganz anders aus. Und dann hat man so diesen Anschein dieser Arbeit, sieht man dann gar nicht. Wie heißt der Mod, der mit Mining Turtles? Das ist Computercraft. Genau, das ist Computercraft. Damit habe ich mal so einen Computer habe ich mal programmiert da, dass ich ein Passwort eingeben muss und die Tür öffnet sich. Ja, dieses Programm hat schon jeder einmal programmiert, sag ich. Wenn man fragen darf, was? Wir reden gerade von Computercraft. Ah, okay. Mining Turtles sind auch teuer. Ich mag irgendwie Technik-Mods immer. Ich auch. Aber ich spiele auch gerne Vanilla. Also, nicht Vanilla, Vanilla ja ans Minigame einfach. Vanilla Skyblock. Weiß nicht, ich mag das total. Vanilla Skyblock. Ich spiele gerade mit einem Kumpel auf dem Server, der heißt MyClub. Und da Skyblock halt. Und da musst du Kobbel farmen und das kannst du dann bei Villagern gegen Kohle. Die Kohle gegen Lapis. Den Lapis dann gegen Eisen. Eisen gegen Gold und dann Dias. Ist und das noch Sky denn oder? Nee, MyClub. Ja, das ist einfach cool, okay. Kommt der auch rein, also der Computercraft-Mod? Ja, der wird auch noch reinkommen irgendwann. Also er ist eigentlich auch schon draußen, aber ich habe ihn einfach noch nicht reingenommen. Warum spielst du eigentlich am liebsten mit Default? Nochmal. Was, ich? Ja. Weil die Modder entwerfen ja auch Texturen für ihre Mods und ich möchte einfach sie respektieren, indem ich ihre Texturen halt verwende. Ich finde das Default schön, weil erstens wegen mehr FPS bekommst du meistens auch. Klar. Und zweitens wegen, ich finde es einfach auch nur mal so schön. Oh, hi Morello, schön bist du auch wieder mal da. Oder ja, wieder mal. Du warst letzte Woche das erste Mal da, glaube ich, oder? Ja, willkommen im Stream. Und ja, Industrial Craft ist drauf. So, aber ich werde in wenigen Minuten jetzt dann mal schnell eine Pause machen. So man wir das hier automatisiert haben. Mutest du denn deinen Stream? Also, ich mute mich selbst und ich lasse dann die Musik etwas höher laufen und werde dann euch in Teamspeak auch muten. Okay. MyClub ist ein Cracked Server, okay? Yep. So, dann mache ich das nämlich hier so und. Aber Cracked Server sind. Es geht. Manchmal sind sie nicht so toll, aber die, die Minecraft spielen wollen, aber sich das vielleicht nicht leisten können. Ich finde das halt toll. Ja. Okay, ihr könnt ja den Chat dann, oder ja, Betumi, du kannst den Chat noch ein wenig unterhalten, dann, wenn ich weg bin. Hattest du als erstes Minecraft Cracked? Ja, ich habe erst seit Weihnachten Premium. Also, ich habe es jetzt schon seit bestimmt 2 Jahren. Okay. Also, ich spiele Minecraft seit nur bald 3 Jahren. Nicht in der Beta irgendwas. Also ja, was hat die. Ich glaube, als ich angefangen habe, war. Also die erste Minecraft-Version, die ich gezockt habe, war die Alpha 1.1 irgendwas. Aber danach habe ich lange nicht mehr gespielt. Und seit der 1.4.6, glaube ich, spiele ich jetzt wieder aktiv Minecraft. Betumi, von wo kommst du? Betumi kommt von Sachsen.
Und hast du zwei hast du Bildschirme? Zwei Bildschirme? Ich habe zwei.